Bröckelnde Fassaden, runtergekommene Häuser, triste Straßen. Mittlerweile sieht es in vielen Gegenden im Ruhrgebiet so aus. Hier wohnt Armut. Die ist in Deutschland regional sehr ungleich verteilt. Der Süden, Bayern und Baden-Württemberg, hat die geringste Armutsquote. Die alte Ost-West-Teilung gibt es so nicht mehr. In Nordrhein-Westfalen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Sachsen-Anhalt wohnen die meisten Menschen, die als arm gelten. Was sich hier seit Jahren jetzt angedeutet hat, dass einmal in Ostdeutschland wir eigentlich eine sehr positive Entwicklung haben in den letzten 30 Jahren. Allein in den letzten 10 Jahren ist die Armutsquote um 2 Prozentpunkte zurückgegangen, während sie in Westdeutschland fast flächendeckend zugenommen hat. Betroffen sind vor allem Arbeitslose, Alleinerziehende, kinderreiche Familien und immer mehr Rentner. Bei alten Menschen hat die Armut in den letzten 10 Jahren überproportional zugenommen. Was mir große Sorge macht, ist, dass ganz viele Menschen keine Grundsicherungen beantragen im Alter, obwohl sie Anspruch drauf hätten. Das begegnet mir sehr häufig im Wahlkreis. Das heißt, hier muss der Sozialstaat anders werden, dass die Menschen das Gefühl haben, ich mache mich hier nicht klein vor dem Sozialstaat, sondern das ist etwas, was ich annehmen möchte an Hilfe. Trotz guter Konjunktur ist die Armut in Deutschland höher als noch vor 10 Jahren. Um dagegen etwas zu tun, fordert der Paritätische Gesamtverband von der Politik einen Masterplan Armutsbekämpfung.